Wildkräuter. Gesunde Heilmittel, die bei manchen Wiewiechen den Weg in die Apotheke ersparen. Die Bitterstoffe regen unsere Verdauung an, unterstützen den Stoffwechsel. Reporter Vero Andersen sammelt essbare Wildpflanzen, probiert sich fleißig durch. Stärkt die Abwehrkräfte. Und hilft bei der Zubereitung von Naturarzneimitteln. Heute in Gesundheit. Kräuterwanderung, ein heilsamer Genuss. Essbar ja oder nein? Und wie kann ich mit Pflanzen aus der Natur der Gesundheit was Gutes tun? Das erfahre ich heute bei einer Kräuterwanderung. Dafür bin ich in das malerische Elgau im Landkreis Augsburg gefahren. Die Natur erwacht aus dem Winterschlaf und überall blüht es. Und Kräuterexperten wie Sophie Bösel haben wieder jede Menge zu tun. Du, sag mal, Sophie, was macht denn so eine Kräuterwanderung zu einem besonderen Erlebnis? Ich finde es einfach deswegen so toll, weil wir die Pflanzen, die am Wegesrand stehen, an denen wir oft achtlos vorbeigehen, kennenlernen. Wir haben einen unglaublichen Schatz vor unserer Tür, aber wir wissen es oft nicht. Na dann, auf zur Schatzsuche. Mit dabei sind Josef. Als Hobbykoch experimentiert er gerne mit essbaren Pflanzen. Katrin hat zwei kleine Kinder und setzt auf selbstgemachte Kräutermedizin. Von den Wanderungen bringt auch ihre Mutter Petra gerne mal ein Kraut mit nach Hause. Gleich geht's los. Katrin, gibt's so ein Lieblingskraut von dir? Der Giersch mag ich ziemlich gern. Ja. Oder auch Schafgarbe. Josef, was für Erlebnisse verbindest du so mit dem Gang in die Natur? Man sieht die Dinge, man sieht die wachsen, man sieht immer wieder was Neues und das fasziniert. Bei dir, Petra, wo kommen die Kräuter zum Einsatz? Also ich trockne sie gerne und nehme sie als Gewürz. Damit wir uns das neue Wissen rund um die Kräuter besser merken können, gibt es vor der Wanderung ein kleines Doping. Das Gedächtnisöl ist nichts anderes als die Brennnessel in Olivenöl eingelegt. Die Brennnessel wirkt anregend. Wir wollen aber noch mehr Naturarzneimittel herstellen und brauchen dafür neben Brennnessel auch Löwenzahn, Giersch, Gänseblümchen, Labkraut, Spitzwegerich, Vogelmiere und Schaboxkraut. Je mehr essbare Pflanzen man bei der Kräuterwanderung kennenlernt, umso sicherer ist man beim Pflücken. Denn Giftiges soll nicht mitgesammelt werden. Die Knoblauchrauke hier, die ist auf jeden Fall essbar. Aber für meine Rezepturen brauche ich noch jede Menge weiterer Kräuter. Und was wir daraus machen, mehr dazu gleich. Meine Wildkräuterwanderung hat mich nach Klosterholzen geführt und auf dieser Blumenwiese muss ich jetzt weitersuchen. Hier finden wir Heilpflanzen, die in den Lechauen nicht wachsen. Den Spitzwegerich kenne ich noch aus meiner Kindheit. Super bei Mücken- oder Brennnesselstichen. Sophie, was macht die frühen Frühlingskräuter so besonders? Ja, diese Frühlingskräuter enthalten sehr viele Vitamine, zum Beispiel sehr viel Vitamin C, was uns jetzt gerade nach der langen Winterzeit stärkt. Das schmeckt gut. Du bist aber mutig. Ja, das schmeckt sehr lecker. Hast du dich auch schon mal vergriffen? Ja, tatsächlich. Und zwar bei Kamille. Da gibt es eine größere und eine kleinere. Dann habe ich gesammelt und habe mich gefreut, dass ich so eine große Kamille gefunden habe. Und die hat anscheinend fast keine Wirkung. Katrin, was ist denn dein Lieblingsrezept aus Kräutern? Ich mache hin und wieder mal eine Gänseblümchensalbe. Wo sollte ich auf jeden Fall nicht sammeln gehen? Ich sollte auf keinen Fall natürlich an Naturschutzgebieten sammeln oder auch direkt neben Äckern, wo gespritzt wird. Die gesammelten Kräuter sollten auch schnell verarbeitet werden. So bleiben am meisten Inhaltsstoffe erhalten. Hier auf dem Hof der Kräuterexpertin angekommen, starten wir als erstes mit der Zubereitung von Oxymehl. Was ist ein Oxymehl eigentlich genau? Die Verbindung zwischen Honig und Apfelessig birgt ein sehr großes Gesundheitspotenzial für uns, weil beide Produkte sehr viele wertvolle Inhaltsstoffe enthalten. Und wir werden das Ganze heute eben mit Kräutern zusätzlich noch anreichern. Der Spitzwegerich wird klein geschnitten, so entfalten sich die Wirkstoffe optimal. Thymian muss ich klein zupfen. Petra und Katrin beäugen es genau. In die Sauerhonigmischung kommen jetzt die Heilkräuter. Alles gut vermengen. Hast du das schon mal ausprobiert, Josef? Ja, habe ich schon probiert. Man merkt die Linderung eigentlich sofort auf der Stelle. Dafür muss das Oxymehl 2 Wochen ziehen. Aus Giersch, Gänseblümchen, Löwenzahn und Brennnessel sowie Kurkuma entsteht ein Power-Oxymehl. Dieser Trunk wirkt immunstärkend. Aber jetzt probieren wir erstmal den Hustenblocker. Kurz im Mund belassen
und dann runter damit. Der zieht richtig einmal durch die Nase. Würdest du es zu Hause nachmachen? Ja, würde ich nachmachen, auf jeden Fall. Ja, dann sind wir jetzt also innerlich bestens versorgt und kommen als nächstes zur äußerlichen Anwendung. Ich bin noch immer in Elgau. Auf dem Hof der Kräuterpädagogin Sophie Bösel nehmen wir die nächsten Heilkräuter unter die Lupe. Im Zentrum des Geschehens lauter Gänseblümchen. Das Gänseblümchen wird sehr unterschätzt. Sie ist eine große Heilpflanze und enthält sehr viele wertvolle Inhaltsstoffe. Man kann sie wunderbar für die Haut einsetzen, ob das jetzt irgendwelche Ekzeme, Geschwüre sind oder einfach nur Aknehaut. Zum Beispiel kann man ganz wunderbar eine Salbe herstellen. Du kennst dich ja schon ein bisschen aus, ne? Ich benutze sie für meine Kinder, zum Beispiel bei trockener Haut oder kleinen Schürfwunden. Das Gänseblümchenöl, hergestellt aus Mandelöl und Gänseblümchen, wird jetzt abgegossen. Passt. Und im feuerfesten Glas im Wasserbad kurz erwärmt. Dazu kommen die weiteren Zutaten. Bienenwachs, Lanolin und Shea-Butter. Ein bisschen Geduld ist gefragt, bis eine sämige Konsistenz entsteht. Bei Zimmertemperatur abkühlen lassen. Dunkel gelagert hält sich die Salbe einige Monate. Petra, so auf die Hand? Ja. Achtung, Korbblütler-Allergiker. Sie sollten Gänseblümchen besser nicht anwenden. Herrlich. Aus Gänseblümchentee, Alkohol und Hamamelis-Hydrolat lässt sich auch ein praktisches Erste-Hilfe-Spray herstellen. Doch erst einmal. Was genau ist ein Hydrolat? Ein Hydrolat ist ein Pflanzenwasser. Das entsteht bei der Destillation von Pflanzen und enthält noch Reste von ätherischen Ölen. In dem Fall Hamamelis, die Zaubernuss, die zusätzlich entzündungshemmend wirkt und wundheilend. Ich probiere es gerne aus. Ein tolles Spray bei Verletzungen. Kühl. Prellungen. Angenehm. Und Verstauchungen. Noch ein Naturprodukt gegen Insektenstiche mit Spitzwegerich. Kraut kleinschneiden, mit Alkohol übergießen und 10 Tage bei Raumtemperatur stehen lassen. Dann abseihen und die Tinktur in Roll-Ons abfüllen. Ich nehme das eigentlich immer mit, wenn wir im Urlaub sind oder mit dem Rad unterwegs. Da ist das perfekt, wenn dich was sticht, ein bisschen was drauf. Und hilft sofort? Sofort. Und selbst gemacht? Er spart den Weg in die Apotheke. Mit wenig Zutaten viel bewirken, ja, das funktioniert mit Kräutern. Über das Thema Entspannung haben wir noch gar nicht gesprochen, deswegen freue ich mich gleich auf ein Fußbad. Wir sind immer noch auf dem Hof von Kräuterpädagogin Sophie Bösel und mir fällt auf, wir haben ja noch gar nichts getrunken. Richtig. Wird Zeit. Trinken ist sehr wichtig und deswegen habe ich euch auch ein paar Dinge vorbereitet. Zum einen Löwenzahnwein. Der Löwenzahn hat sehr viele Bitterstoffe. Die Bitterstoffe regen unsere Verdauung an, unterstützen den Stoffwechsel. Also rundum ein tolles Getränk. Empfohlen wird täglich ein Likörglas vor dem Essen. Und du hast auch noch eine Alternative da stehen, sehe ich. Meinen Kräutersmoothie Kräuterkuss. Neben Brennnessel sind noch Labkraut, Schaboxkraut und Vogelmiere von der Wanderung mit dabei. Obst und Nüsse kommen noch dazu. Kann man da grob zusammenfassen, was der bewirkt? Das ist einfach was Wunderbares, Vitalisierendes, Stärkendes, Kräftigendes. Zur Krönung des Tages und damit sich unsere Füße von der Kräuterwanderung erholen, verpasst uns Sophie noch ein Fußbad. Was bewirken denn Gänseblümchen und Löwenzahn da drin? Ja, wir haben verschiedene Inhaltsstoffe, die der Haut gut tun, die aber auch über die Energieleitbahnen, über die sogenannten Meridiane wirken, so eine Kräftigung für den gesamten Organismus, für den Körper darstellen. Einfach zubereitet und so gesund. Während wir uns Kräuterkuss und Löwenzahnwein schmecken lassen, habe ich eine letzte Frage in die Runde. Katrin, sag mal, welche Kräuterrezeptur nimmst du mit nach Hause? Ich werde auf jeden Fall den Huschen-Oxymel nachmachen. Josef, was hast du heute Neues mit gewonnen? Ich werde mich ziemlich intensiv mit dem Löwenzahn auseinandersetzen, weil der hat sich bei mir jetzt ein bisschen so rauskristallisiert. Ja, Petra, und was hat dir der Tag gebracht? Also mir hat es heute ganz gut gefallen. Ich werde auf jeden Fall die Salbe nachmachen. Ja, und für mich war es alles in allem ein großes Fest der Sinne. Und Sie wissen, die Sammelsaison ist in vollem Gange. Also genießen Sie die Natur und bis zum nächsten Mal bei Gesundheit. Zum Wohl.